Was geht ab? Wir haben Dienstag, 1. Juni. 1. Juni, glaube ich, 2021. Uhrzeit ist vollkommen egal, ja. Und mein YouTube-Kanal Bernhard TV hat 2040 Abonnenten, 50 Abonnenten, so um den Dreh, ja. Klicks, 500.000 und paar zerquetscht, ja. Also, heute, 1. Juni, offizieller erster Arbeitstag von Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt, ja. Unser Lieblingsverein hat einen neuen Chef, sozusagen. Also quasi der die sportlichen Belange da in Angriff nimmt, ja. Ich habe die Pressekonferenz nicht gucken können. Ich weiß, läuft sie eigentlich schon? Kann sein, jetzt im Urteil. Aber nichtsdestotrotz können wir ja hier ein bisschen darüber labern. Ja, ja, da habt ihr auch eine Meinung. Und was ich gelesen habe, hat er, was er so von sich gegeben hat, so eine kleine Zusammenfassung. Er möchte weiterhin offensiven Fußball sehen. Das ist die Art und Weise, wie er Fußball mag. Ja, das ist doch schon mal gut. Ja, das ist, ich glaube, also ich weiß nicht, was mit einem Menschen nicht stimmt, wenn der sagt, ich mag defensiven Fußball. Ey, das ganze Ziel des Spiels ist es, ein Tor zu schießen. Also mindestens eins. Also ein Tore zu schießen, ja. Darum geht es, ja. Und also klar, es gibt diese Sprüche von wegen, ja, ein guter Sturm gewinnt, ein guter Angriff gewinnt Spiel und gute Verteidigung gewinnt Meisterschaften, ja, schön und gut, ja, ob das so stimmt, ja, weiß ich nicht. Wenn du nur eine gute Verteidigung hast, aber keinen guten Sturm, dann wirst du auch keine Meisterschaft gewinnen, ja, dann kannst du froh sein, wenn du nicht in die sechste Liga abrutschst, ja, jedenfalls, ja. Also, wir können uns wohl alle darauf einigen, dass wir Offensivfußball lieben hier. Ja, und Taktikfanatiker. Gut, ich kann es verstehen, wenn man sich so da reinfuchst in Taktiken und sagt, ey, wenn das und das passiert und man sich so und so verhält und die dort und dort stehen und in die Räume dann so machen und dies und das so. Ja, wenn manche Leute geil werden, wenn sowas sich erfinden, cool. Ja, Offensivfußball ist toll, ja, durch Glasner, der die Defensive ja nicht vernachlässigt, erhoffe ich mir auch vorne viele Tore, hinten wenig Gegentore, ja, so ganz einfach. Dann, was hat er nicht noch alles gesagt, er kauft sich eine Wohnung in Frankfurt, ne, nicht kauft, ja, ich weiß nicht, ob er kauft, aber der will eine richtige Wohnung haben in Frankfurt, der will Frankfurt sein, ja, wenn er das so gesagt hat. Ey, Digga, kein Problem, das gefällt mir. Ja, das ist schon mal was anderes, als wenn du dir eine Wohnung holst, wirklich dort, wo du bist. Okay. Man muss Ende machen, hoch machen. Ne? Ich habe Angst, dass die mich erschießen. Einfach so, ja. Jedenfalls, hey! Hey! Hör mal auf! Scheiße. Ich muss den gerade umbringen. Runter. Ich glaube, der hat gerade ernsthaft etwas angeknabbert, was nicht gut ist. Warum ist die Straße hier überhaupt anders? Wo bin ich überhaupt? Ich glaube, bin ich einfach falsch abgebogen gerade und bin einfach jetzt in Köln oder so. Jedenfalls, ich hoffe wirklich, er hat es nicht kaputt gemacht. Ich kann es nicht auf der Autobahn begutachten, aber falls doch, werde ich ihn gleich irgendwo wegschmeißen, ja? Diesen Hund. Ich werde ihn gleich irgendwo aus dem Fenster schmeißen, wenn ich da bin, ja? So, jedenfalls, ja, er möchte sich in Frankfurt heimisch fühlen, das ist super. Das ist super, das gefällt mir, so macht man es richtig, ja. Und wenn du willst, Kollege, ja, ich bin hier Verantwortlicher, Frankfurt Eintracht, dritte offizielle Internetabteilung, dann ich zeig dir die Stadt. Konstablerwach, ja, Kaiserstraße, Moselstraße, was du brauchst, Kollege, kein Thema, ja, wenn du alleine bist und so, ja. Und jedenfalls, was hat er noch gesagt? Schnelle Angreifer möchte man suchen, ja. Richtig so schnelle Angreifer. Ich kann gar nicht nachvollziehen, warum man nicht auf schnelle Spieler setzt. Egal ob Angriff oder nicht, ja. Das ist doch einfach, Schnelligkeit ist ein Attribut im Fußball, das dir einfach eine Überlegenheit schafft gegenüber dem Gegner.
sofern der nicht so schnell ist wie dein Spieler. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum man nicht einfach immer, jede Mannschaft nur schnelle Spieler haben möchte. Ja? Es gibt da Spieler, die sind nicht so schnell, die haben andere Vorzüge, schön und gut, wenn man darauf setzen möchte. Kann man ja, wenn das im Gesamtgefüge passt. Aber ein schneller Spieler, ich kann nicht verstehen, warum man nicht immer schnelle Spieler sucht. Ja? Einfach schnelle Spieler, die was drauf haben mit dem Ball. Boah, jetzt werden die einen oder anderen sagen, ja, die sind ja unbezahlbar für die Eintracht. Ja, schön und gut, aber ich würde mich, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, dass fast alle internationalen Fußball-Superstars, die man jetzt so kennt, weltweit nicht gerade bei den üblichen Verdächtigen groß geworden sind, oder? Weiß nicht, ich habe das jetzt einfach mal so gesagt, aber ich denke mal einfach, ja. Die sind auch über Umwege irgendwo da hingekommen, wo die jetzt sind, ja. Und ey, die Welt ist groß. Die Welt ist groß. Ihr könnt mir nicht sagen, dass es auf der ganzen Welt keine schnellen Spieler gibt, die stark am Ball sind, ja. Die man noch nicht kennt. Die man vielleicht in anderen Bereichen verbessern muss, aber dafür noch günstig holen kann und entwickeln kann. Also, der könnt ihr mir nichts erzählen, ja. Gerade auf Eintracht Frankfurt ist ja nicht so, als wären wir hier, Ostpark, dieser Club, der da Fußball spielt, der Ostpark, manchmal fahre ich um 10 Uhr abends hier noch vorbei, die trainieren. Eifrig, eifrig, ja. So, aber trainieren die so viel, weil die schlecht sind? Oder trainieren die so viel, weil die gut sind oder gut werden wollen? Ja, weiß nicht, egal. So, jedenfalls, ey, dieser Hund, der macht alles kaputt, verdammter Scheiße. So, jedenfalls, ja, schnelle Spieler sollte einfach jede Mannschaft haben. Ich kann es nicht verstehen, wenn man sich nicht mit schnellen Spielern beschäftigen sollte, ja, bei Mannschaften. Was hat er noch gesagt? Das Nachwuchsleistungszentrum. Also eigentlich weiß ich gar nicht, ob das alles gesagt hat. Ich habe es nur nachgelesen, irgendwo im Forum, gerade schnell, bevor ich ins Auto gestiegen bin, ja. Aber gut, wir gehen einfach mal davon aus, dass er das gesagt hat. Das war das Standardgelabere, ja. So, Nachwuchsleistungszentrum mehr anbinden und sowas. Ja, ey, wenn ich einen 500-Euro-Schein kommen hätte, für jedes Mal, wenn ich diesen Satz gehört hätte, ja, hätte ich schon 3000 Euro mindestens. Mindestens, ja. Also wirklich, das sagt doch wohl jeder hier. Ich glaube, ich seid Fee und Schaf und dann nochmal Fee und dann sogar mit Skibbe hat das bestimmt schon mal angefangen hier. Oh Gott, Skibbe. Ja, ich weiß noch, 5 Jahre Funkel. Und dann war es bei mir das erste Mal, wo ich so in diesen Wahn verfallen bin. Oh mein Gott, wer kommt als nächster Trainer? Wer kommt als nächster Trainer? Und dann kam Skibbe. Okay, egal. Jedenfalls, ich meinte in diesen Wahn mit Transfermarkt, wo ich immer geguckt habe, gibt's was Neues. Ne? Jedenfalls, Nachwuchsleistungszentrum anmehren, die Mannschaft angliedern und sowas. Ja, also bitte, wirklich, bitte tu das. Markus, ja, weil es kann nicht sein, dass wir seit Hunderten von Jahren da keine Spieler rausbringen. Wir haben da ein Nachwuchsleistungszentrum hingebaut, ich glaube damals für 14 Millionen Euro oder sowas, und es waren Verhältnisse bei Eintracht Frankfurt heute, ja gut, 14 Millionen einfach mal für so ein Gebäude hinzuklatschen, wo du ja auch noch Personal zahlen musst und alles drum und dran, das ist schon nicht günstig, was da alles auf einen zukommt, aber 14 Millionen zur damaligen Zeit ohne Hilfen und sowas, glaube ich, wäre das nicht gut gegangen, ja. Aber nichtsdestotrotz hat man gebaut und hat ja Kinder da, also jedes Mal, wenn ich da mal vorbeifahre, oder da gibt es auch ein Jugo, die haben da so eine Jugo-Essen, Restaurant-mäßig, so, da war ich auch das ein oder andere Mal essen. Weil ich muss ja alles, ich liebe Joghurt essen, ich muss immer überall die Balkanplatte in Frankfurt probieren, die war okay. War halt nicht schlecht, aber auch nicht das Beste, aber war okay, kann man sich geben dort, ja. Jedenfalls, war ich ein paar Mal dort, dann siehst du ja, voller Kinder dort, die da spielen und sowas, ja. Also, ich kann mir nicht erzählen, dass irgendeins von diesen Kindern nicht mal in der Bundesliga durchstartet, ja. Da dachte ich, scheiße, warum sollten denn Kinder überhaupt noch zur Eintracht gehen, ja. Der Traum von jedem Kind ist es doch, ich spiele bei Eintracht. Ja, ist schön und gut, ein bisschen anzugeben dann, ja, ich bin bei Eintracht so in der siebten Klasse, kannst du ein bisschen angeben damit so. Aber der Traum, wenn du Fußball spielst und gerade bei Eintracht, ist es ja schon so, dass du in die Bundesliga möchtest. Ja, zumindest irgendwo dort. Und was ist das denn hier? Jetzt ist doch ein Witz mit diesem Müller vorbei, ja. Und die wollen ja schon alle so gut wie möglich erste Liga und so spielen und sowas. Ja. Wie? Ja, wie? Ey, Eintracht Frankfurt hat in den letzten 10 Jahren wirklich eine Handvoll, wenn es hochkommt, eine Handvoll Spieler rausgebracht, die eine Handvoll
ich weiß nicht, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem sagen wir mal 5 bis 10 Spieler herausgebracht und von denen vielleicht nicht mal die Hälfte bei der Eintracht durchgesetzt. Die, man hat den irgendwie, die waren im Kader, haben es nicht geschafft, sind dann woanders hingegangen, haben dann vielleicht da einen Sprung gemacht. Kempf ist ein gutes Beispiel, der hat sich ja dann da gut hochgearbeitet. Freiburg, glaube ich, Stuttgart und so, ja, war ja okay dann so, ja. Ansonsten gibt es den aber das sind die Spieler, die bei Eintracht das nicht geschafft haben, die gehen weg und vielleicht schaffen die es woanders, ja. Aber es gibt so einen Fluch bei der Eintracht, kennt ihr den Fluch der Eintracht? Sobald du es bei der Eintracht geschafft hast und bist Leistungsträger und du verlässt die Eintracht, ciao Karriere. Ja, dann kannst du dich von deiner Karriere verabschieden, ja, das wissen wir doch alle hier. So, okay. Also ich checke schon mal, ich sondiere schon mal die Parkmöglichkeiten. Boah, da werde ich nicht hinfahren. Boah, mies! Ey, geht das? Ihr werdet es gleich sehen. Das ist einfach, da steht einfach so ein Typ. Da, seht ihr das? Am wenn ich da jetzt hingefahren wäre, ich könnte nicht durch die Straße fahren. Der macht da Strom irgendwas an Laterne oben. Der blockiert die ganze Straße. Verdammte Scheiße. So Gott sei Dank bin ich da nicht hingefahren. Wenn ich da hingefahren wäre, wäre jetzt Ciao Kakao. So, ja, was geht ab mit der Welt? Ja, die scheißen einfach auf alles. Ja? Respektlosigkeit der Menschheit hat Ausmaße angenommen, die sind jenseits von Gut und Böse. Jedenfalls, ja, also bitte, Nachwuchsleistungszentrum, ja, das ist doch sowieso das adäquateste und beste Mittel, was du dir vorstellen kannst, wenn bei dir Geld nicht auf Bäumen wächst, dass du durch deine Jugend, das macht Freiburg, da kann man ja sagen, was man möchte, aber Freiburg macht das immer. Den wird Jahr für Jahr werden den meistens die besten Spieler weggekauft. Ich muss mal ändern, ich weiß gar nicht, welche Position hier mal. Also, werden den besten Spieler weggekauft und die sind und die bringen nach und jedes Jahr bringen die einfach neue aus ihrem Kader. Also haben so eine Fußballerfabrik, alle haben die da. Brutal! Da kann man sich wirklich mal andere Mannschaften auch, Schalke und haben eigentlich auch eine gute Jugendabteilung, ist auch gute Leute schon gekommen, ja. Aber so jedenfalls, diesem Verein kann man sich mal eine Scheibe abschneiden. Ja, das kann man doch nicht erzählen, niemand, dass ein der Frankfurt keine Talente da hat. Erstens, wer sind dann da überhaupt die Spieler, die dort sind? Was machen die da bei der Eintracht? Ja, was spielen die da überhaupt? Und zweitens, entweder dass die schon bei der Eintracht spielen, also da läuft was verkehrt, die sollten dann in den Ostpark spielen gehen, wenn die das da nicht das Talent dazu haben, ja. Und auf der anderen Seite, wenn die da schon spielen, anscheinend angeblich Talent haben, dann können die noch nicht so wenig Talent haben, dass es nicht reicht für die erste Liga, ja. Da muss man die nehmen und formen und fördern, damit die es schaffen, ja. Irgendwas muss da gemacht werden. Ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt und möchte jetzt auch nicht hier auf so, kennt ihr, so einfach mal, boah, warte, Moment. Einfach mal spontan jetzt irgendeine so eine Lösung anbieten, weil ich jetzt da nicht mich damit beschäftigt habe, ja. Aber da muss was passieren. Ja, das muss man einfach ansprechen. Habe ich jetzt hiermit getan. Markus, deine Aufgabe, ja. Regel das. Es ist mir egal, ob es der Möller macht, ob wer sich darum beschäftigen muss. Oh, Allergie. Oh nein! Wo ist es? Ich habe mir vorhin so Allergietabletten Lorano gekauft. Kennt ihr das? Scheiße, ich habe mir die gegeben, aber wo sind die? Ich habe die verloren. Ich bin ein Idiot. Nein. Egal. So, jedenfalls, kennt ihr, beste Schleichwerbung der Welt war das. nein, ich habe das wirklich geholt. Ich habe es verloren. Scheiße. Egal. Jedenfalls, ja, Nachwuchs. Markus, tu das. Tu dem Nachwuchs einen hier. Ey, seht ihr den? Ey, wenn du das kaputt gemacht hast, Hund, gleich glaub mir, was dir blüht. So, jedenfalls, ja, was hat er noch gesagt? Er hat noch viel erzählt, so, ja. Jetzt wird es drauf ankommen, Markus. Ja, du bist jetzt Chef von der Eintracht. Ich weiß gar nicht, was du noch erzählt hast. Ich habe es nicht gesehen. Aber was erwartet ihr euch denn hier von Markus? Ja. Wie machst du hier die Verträge? Was für Spiel? Er hat gesagt, es wird keinen größeren Umbruch geben. Da bin ich mal gespannt, ob das so wird, ja. Wenn das mal. Ja. Ich war gespannt, wie das mit Markus wird, ja. Der Freddy, der hat ja auch seine guten Sachen da gemacht bei der Eintracht. Im Nachhinein, ja. Ist halt leider, ich weiß nicht, wie das sein kann bei der Eintracht, dass dann die Verantwortlichen, die dann so gehen, dass es dann immer so problematisch wird, ja. Aber nichtsdestotrotz, es ist wie es ist. Ach komm, parken wir uns einfach hier, scheiß drauf. Es ist wie es ist, liebe Leute. Der Markus ist da, ich bin sehr gespannt, wie er die Verträge macht. Ja, was ein Fuchs er ist. Der Freddy hat schon gut getrickst. Der Freddy hat schon gut getrickst mit den Verträgen, hat sehr kreative Lösungen uns präsentiert.
wie er denn dem Rebic da rausgeholt hat für Kleingeld mit einer Ausstieg, also mit Beteiligung an Florenz, die fast alles an dem nächsten Transfer gehabt haben, 30%, 40%, 50%, was auch immer die da gekriegt haben, dass er dann Rebic gegen den Silva getauscht hat, Florenz gar nichts kriegt. Und wenn es ist alles perfekt bis dato, ja, wenn das mit dieser 30 Millionen nicht stimmt, also ich, so wie ich es gehört habe, ist Silva, wenn er wechselt, 30 Millionen geht an uns, alles andere geht an Berater. Das das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich finde es auch lächerlich, das sage ich nochmal in aller Blüte hier. Ich sehe so Blüten an den Bäumen, deswegen in aller Blüte hier, dass wenn Silva für 40 Millionen wechselt, ja, und dein Haaland, ja, für ansatzweise Richtung 100 wechseln sollte oder man da, darauf spekuliert oder sonst was, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, Markus. Da musst du auf den Tisch hauen und einfach mal Tacheles reden, ja? Ist mir scheißegal, ob das die anderen bezahlen wollen, können, sollen, nicht. Ist mir egal. Ein Silva ist nicht 50 Millionen weniger wert als ein Haaland. Jemand, der was anderes behauptet, sorry. Wirklich sorry einfach nur, ja? Warum sollte dieser Haaland, der für Norwegen spielt, nichts gegen Norwegen, ja? Aber der eine ist portugiesischer Nationalspieler, der andere ist norwegischer Nationalspieler, ja? Also, sorry, ich möchte auch nichts gegen irgendein Land, aber Portugal ist mehr erfolgreich gewesen. Erfolgreicher gewesen in den letzten Jahren, so, ja? Jahrzehnte, so im Weltfußball als Norwegen, ja? Portugal hat schon seinen Ruhm da, ja, geholt, nicht umsonst. Und der ist portugiesischer Nationalspieler. Scheiß mal drauf. Einfach, der hat, sorry, ja, das ist, was? Nein. Wenn Haaland für 100 geht, dann geht Silva nicht für viel weniger, wenn überhaupt. Warum sollte er für weniger gehen? Er geht genau für 100, ja. Krösche, tu das was Gutes damit, ja. Also ich vertraue dir, ja. Wenn enttäuscht mich nicht direkt mit der ersten Amtshandlung, wenn Silva gehen sollte und wir kriegen weniger als Dortmund für Haaland kriegt, dann Krösche, oh, dann müssen wir uns nochmal unterhalten. In dem Sinne, Markus Krösche ist hier, alles Gute dir. Wenn du Fragen hast, frag mich. Wenn ich dir helfen kann, Eintracht Frankfurt zu leiten, das mache ich sowieso schon lange Zeit, ja. Und insgeheim, ich, der Mann hinter den Männern, wisst ihr, ich regel alles, ja. Und ansonsten sagt ihr eure Meinung, was sagt ihr zu Krösche, wie war der? Ich habe gehört, der war ein bisschen schüchtern oder so, ein bisschen nervös. Sagt es mir, ich weiß nicht, ja. In dem Sinne, neuer Chef bei Eintracht Frankfurt, Markus Krösche, alles Gute, wir sehen uns, ja. Du weißt Bescheid. Ich regel das für dich.